Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von Lightyear Frontier. Ja, wir befinden uns gerade an den Randklippen und es geht um die 100% von... Wir holen uns alle 7 Artefakte in den Randklippen, um den Landeplatz abzuschließen. Und zwar befinden wir uns aktuell hier unten an den Randklippen vor diesem runden Gebilde, was man hier sehen kann. Hinter mir waren ganz viele Sträucher, die ich eben weggesaugt habe. Vielleicht ist das auch ein guter Orientierungspunkt. Dann könnt ihr hier hochgehen und da findet ihr überall wieder diese seltsamen Steine. Da müssen wir dann natürlich einmal umstellen, dass wir wieder unseren Stachel, sage ich mal, drin haben. Das ist dann das erste Artefakt. Die findet man auch recht einfach, muss ich dazu sagen. Hier vorne ist dann direkt das zweite Artefakt. Allerdings müsst ihr hier dann der Einfachheit halber am besten einmal aussteigen. Oh, ich habe es gar nicht angenommen. Und dann müsst ihr einmal hier runtergehen, weil da findet ihr direkt das nächste Artefakt. Dann müsst ihr wieder zurück zu eurem Mech hüpfen. Und könnt euch wieder im Kreis bewegen. Da könnt ihr dann hier vorne das nächste Artefakt holen, wenn man denn richtig davor steht. Und wir sehen hier rechts von uns, sehen wir schon wieder etwas leuchten. Nämlich unter dem Baum, da gibt es das nächste Artefakt. Das sammeln wir ein und gehen wieder zum Mesh zurück. Dann drehen wir uns etwas weiter nach rechts. Hier ist nämlich unterm Baum auch nochmal, naja, Baum sind es nicht, Steine. Unter den Steinen ist nämlich auch nochmal ein Artefakt. Und wenn ihr dann wieder zum Mech zurückgeht und euch dann noch einmal zurück umdreht, weil das hatte ich vergessen am Anfang zu zeigen, und ihr geht jetzt so in Richtung des Baums hier ungefähr. Ne, Moment, nicht in Richtung des Baums, sondern in Richtung von diesen Steinen, abgebrochenen Gebilde, irgendwas. Da könnt ihr dann wieder rausgehen und direkt dahinter findet ihr das letzte Artefakt. Und damit habt ihr dann den Landeplatz zu 100% erkundet. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar. Und ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.